Ja, zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Silent Hill 2. Und genau, liebe Leute, ja, wir waren beim letzten Mal hier, haben uns die Stadt mal ein bisschen genauer angeschaut, konnten aber nichts Interessantes finden, außer ein paar, ja, hier wimmelt es von Zombies, deswegen haben wir hier auch jetzt mittlerweile eine Nahkampfwaffe. Allerdings ist die nicht so geil gegen die Zombies. Aber nichtsdestotrotz wollten wir beim letzten Mal einfach. Wir sehen da nicht. Wir wollten weiter zum Park, weil es da tatsächlich storymäßig weitergeht. Und genau, da geht jetzt der Wahnsinn direkt wieder hier los. Hab beim letzten Mal auch richtig geile Gegner gesehen, die einfach auf dem Boden hin und her schnellen. Und das ist mal wieder typisch. Das ist mal wieder typisch. Das heißt, hier oben kommen wir auch nicht hin. Ja, verdammte Axt, wie geht es denn da? Ah, da unten rum könnte man noch. Upsala, sorry. Da unten rum kann man noch. Ja, okay, dann laufen wir mal da unten hin. Meine Güte, also. Wir laufen hier schon rum. Im ersten Teil hatten wir hier schon eine Schusswaffe. Also, das ist gerade ein bisschen fragwürdig tatsächlich. Aber okay, wir laufen einfach weiter. Wir ignorieren erstmal die Zombies. Tatsächlich. Weil ich habe halt noch keine Schusswaffe, um die zu plätten. Deswegen, ja. Zum Glück sind die langsam. Zum Glück sind die echt lahm. So. Müssen wir eigentlich jetzt genau. Wir sind hier unten und können hier wieder am Happy Burger vorbei. Alles klar. Was das für Namen sind, ey. Happy Burger. Ja, gut. Alter! Oh, das tut weh. Diese Geräusche tun teilweise echt in den Ohren weh, so laut sind die. Okay, da sind wir doch noch nicht hierher gelaufen, ne? Ah, Zombie. Kotzt mich nicht an. Kannst dich selber ankotzen, aber nicht mich. So, Sushi-Restaurant? Leider nicht, okay. Schade. So, ich hoffe, hier können wir jetzt tatsächlich in Richtung Park gehen. Was gibt's denn hier hinten noch? Gibt's hier irgendwo ein Tonikum oder so? Muni? Eine Waffe wäre natürlich das Beste. Aber hier ist zu. Okay. Hier ist alles zu. Da ist der Zombie. Okay. Ich hoffe, dass wir hier richtig sind. Okay, da ist das Gelbes. Aua! Der hat mich total angekotzt hier. Okay. Die kotzen einfach. Ja, das ist so geil hier im Grill. Ich meine, das haben die bei Resident Evil ja auch gemacht, ne? Aber nicht so oft. Okay. Auch abgeschlossen. Ja, was? Wir können in kein Gebäude rein. Alle Wege sind zu. Geil. Richtig geil. Okay. Das heißt, wir müssen hier alles nochmal absuchen. Woodside Apartment. Vielleicht ist in den Apartments was da oben. Da waren wir ja. Aber da waren wir auch schon. Waren hier eigentlich schon überall Medical Klinik, aber da kommen wir jetzt auch nicht hin. Wenn wir im Flower Shop zurückgehen? Nee, eigentlich nicht. Da sind wir ja hergekommen. Wir gucken nochmal. Ich würde gerne die Gegner hier loswerden, aber den Gefallen tun sie uns nicht. Wartet mal, hier ist so ein. Ah, hier ist ein. Guck mal, kann man hier rein? Ha! Okay, da kann man rein. Das ist auf jeden Fall ein Speicherpunkt. Den werde ich auch nutzen hier für Safe State. So. Und genau, abgeschlossen. Dann gucken wir noch mal, was wir hier haben. Wir haben hier. Ich warte in Bar Ninis. Ah, okay. Ninis Bar.
Okay. Wir haben einen Zielpunkt. Ich habe es auf meine eigene Karte übertragen. Ja, danke schön. Okay. Das heißt, wir können da jemanden treffen. Okay, das ist gut. Leute in solchen Spielen sind immer gut. Das heißt, wir können hier eigentlich wieder raus. Hallo, ich will hier raus. Wo ist die Tür? Da bin ich... Ah, nee, ich war einfach noch zu doof zum Klicken. Gut. Das heißt aber, wir haben einen Zielpunkt. Und zwar die Bar. Nee, die ist auch gar nicht so weit weg. Sehr gut. Die Frage ist, kommt man da rein überhaupt, ne? Alter Schwede. Los, geh aus dem Weg. Die sind hier echt dumm, die Gegner. Also das ist echt... Das ist gut, dass die so langsam sind. Die Fliegeviecher aus dem ersten Teil, die waren ja da wesentlich unangenehmer. Happy Burger? Ja, wir sind goldrichtig, Freunde. Goldrichtig da an der Ecke. Genau, hier. Und da müsste man jetzt eigentlich rein können. Das hier ist doch Nilis Bar. Oder? Ja, das ist Nilis Bar. Kann man da vielleicht irgendwie... Ah! Okay. So, wir sind in einem Innenraum. Da ist eine Karte. Oha. Okay. Da unten ist der Wohnwagen. Da war... Ah! Was ist das für ein Symbol am Ende von Martin Street? Wo ist die Martin Street? Martin Street? Ach, da. Ja, okay. Ah, das ist aber... Ich hab's auf meine eigene Karte. Das ist aber cool. Also jetzt haben wir hier tatsächlich Zielpunkte. Sehr nice. Okay. Ja, perfekt. Das heißt, wir können dann hier weitermachen. Der Nilis Bar. Mal gucken, ob wir hier noch eine Waffe finden oder so. Das wäre ja schon ein Träumchen. There was a hole. Here is gone now. Also hier war ein Loch. Hier war ein Loch, jetzt ist es weg. Ja. Sonst ist hier gar nichts. Och Leute, könnt ihr mir mal eine Waffe geben? Jetzt mal ehrlich. Hier sollte doch jemand sein. Mensch. Hier sollte doch jemand sein. Ah, hier ist nur die Karte. Okay. Gut. Mehr ist hier scheinbar nicht. Dann gehen wir aber zuerst mal in die Apartments, würde ich sagen. Dann wieder raus in den Wahnsinn hier. Das mit den Fußabdrücken finde ich geil. Wenn der Bildschirm lädt. Das ist cool, ja. So, dann. So, weg. Weg mit dir. So, du auch bitte, lass mich in Ruhe. Ich will zu den Apartments. Ja, das müsste das hier sein, glaube ich. Aua. Lauf einfach weiter. Du Namenloser, ich weiß ja nicht, wie du heißt, leider. Gut, dann können wir jetzt hier... Das Schloss ist wohl kaputt, ich kann es nicht öffnen. Draufhauen bringt auch nichts, ne? Nee. Okay. Das heißt, wir müssen das Fragezeichen erstmal überprüfen. Ja, wir müssen das Fragezeichen erstmal machen. Okay, dann gehen wir zum Fragezeichen. Alles klar. Da bin ich mal gespannt. Komisch, ne? Da sollte eigentlich jemand sein, aber... Hm. Ganz auf mich alleine gestellt. Das ist ja... Das ist echt blöd. So. Ja, lasst mich alle in Ruhe, wirklich. Lasst mich doch alle in Ruhe. Verdammte Kacke. Falsch. falsch. Wir müssen bis zum Ende der Martin Street. Müsste hier in die Richtung sein, oder? Ah, goldrichtig, sehr schön. Und ja, liebe Leute, dann freue ich mich, dass ihr wieder hier eingeschaltet habt zur Folge 3 von Silent Hill 2.
Ja, wir machen hier weiter Silent Hill unsicher. In der Hoffnung, hier jetzt bald mal irgendwas zu finden. Ah ja. Hier sind so komische Kindergeräusche oder was das sein soll. Okay. Höchst interessant hier. Könnt ihr mir mal eine Schusswaffe geben? Da ist nichts. Guck mal, da ist was auf dem Müll, aber... Nee, nee, das ist nur normal. Okay. Gut, dann... Oh! Boah! Alter, habe ich mich erschrocken. Alter, habe ich mich erschrocken. Blödes Ding. Kam das auf einmal so unterm Auto raus, ey. Oh, meine Güte. Man hätte hier irgendwelche Kleinkinder. Okay, das ist... Eieieiei. Ich habe den Schlüssel zum Apartment. Ah, sehr schön. Wunderbar. Wie gesagt, Freunde, das Spiel ist halt blind für mich, ne? Und ich weiß halt nicht, was hier kommt. Was war es mit dem Fragezeichen? Ja, okay, aber es ist ja hilfreich. Also, ich hoffe, dass in den Apartments mal jemand ist. Wirklich. Ich hoffe, dass da einer ist, der uns helfen kann hier. Verdammte Kacke. So, dann gehen wir nochmal zurück zu den Apartments. Ich hoffe, jetzt habe ich den Weg auf dem Kopf. Wenn nicht, dann könnt ihr mich einfach... Wenn nicht, dann könnt ihr mich hauen. So. Aber es müsste hier sein. Muss mal gucken, ob der Mikro an ist. Ja, ist an. Okay, wunderbar. Wieder dieses komische Geräusch. Ich hasse es. Lass mich in Ruhe. Da ist ein Käfer auf dem Boden. Das habe ich gesehen. So. Dann war das jetzt hier links. Nächste... Ah, ich muss gucken. Sorry. Ja, ich laufe falsch. Ihr dürft mich schlagen. Ah, okay. Das ist schon ganz schön atmosphärisch hier, muss man sagen. Aber ist halt... Durch diese ganzen vielen Gegner ist das... nicht einfach. Was ist eigentlich mit diesem Hydranten hier? Kommt da irgendwas? Kann man da draufhauen? Nö. Okay. Dann... Guck mal, den Move finde ich geil. Guck mal. So kann man vielleicht die Zombies platt machen. Ohne getroffen zu werden. Wartet mal. So kann man vielleicht... Ah, nein, 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 nein. Die treffen mich immer. So kann man die Zombies vielleicht machen. Ohne getroffen zu werden. Ah, nee. Lass das. Lass das lieber. Ich spiele das Spiel zum ersten Mal. Das Schloss ist kaputt. Gott, wir müssen uns eigentlich mal heilen gleich, aber... Verwenden geht nicht. Wie jetzt? Wie kommt man denn da sonst hin? Aber da oben kommt man nicht hin, ne? Da oben kann man nicht hin. Das ist abgehakt. Ach, guck mal. Jetzt müssen wir wieder da runter? Ne, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Da waren wir doch schon. Wie kommen wir da in das Apartment rein? Von der anderen Seite, ja, aber da ist der Weg verschlossen. Das haben wir abgehakt. Okay, dann gehen wir nochmal zurück in die Bar. Dann gucken wir doch hier nochmal... Genau. Gehen wir nochmal zurück in die Bar, mal gucken. So. Hahaha, genau so. Genau so, mein Lieber. Das ist Auto eben. Das ist... Aua. Geh kaputt. Schlag weiter drauf. Boah, diese Dinge halten aber auch was aus, ne? Da muss man 8-mal draufhauen. Puh. Jetzt heile ich mich einfach mal. Kommt. So. Muss erstmal reichen. So, gehen wir dann nochmal zurück in die Bar. Nochmal kurz schauen, ob es da noch irgendwas gibt, weil er hat da keinen Haken dran gemacht.
Deswegen, geh nochmal hier rein, bitte. Naja, hier muss doch noch irgendwas sein. Ist die Karte? Da ist eine Kasse. Man sieht halt schlecht, weil es so grisselt, aber hier kann man sonst nichts machen. Kann hier echt nichts mehr machen? Sieht nicht so aus, ne? Sieht echt nicht so aus. Wie kommt man da in die Wohnung? Weil wenn man in die Wohnung kommt, dann ist man auch in der Nähe von einem Apartment. Finde ich tatsächlich. Und müssen wir dann nochmal zurück zum Wohnwagen, oder was ist da los? Hier ist nur die Karte. Wartet mal. So, da ist zu, da ist zu, von da oben. Ja, man kommt von innen da rein, ne? Aber das Fragezeichen haben wir gemacht, die Bar ist, das, der Rest ist alles komplett zu. Vielleicht nochmal zurück zum Wohnwagen, aber weiß ich nicht, warum sollten wir dann zurück? Okay, in die Wohnung kommt man scheinbar erst nach dem Park, oder? Gehen wir nochmal zurück zum Wohnwagen. Auch mal kurz gucken, ob sich da jetzt irgendwas getan hat. So. Die Fußstapfen, das ist so cool. So. So, wenn jetzt hier irgendeiner was will, den schlage ich zu. So. Ich finde es aber gut, dass der Auto-Aim macht. Das finde ich tatsächlich super. Und dass er hinguckt, wo die Gegner sind. Ja, das ist auch gut. Na komm schon, komm schon, komm schon. Lass mich alle durch. Oh Gott, da ist eine... Ist das eine Mauer nur? Das ist nur eine Mauer, ja. Okay, alles klar. Kommt man hier nicht irgendwo rein? Okay, dann nochmal hier in diesen Wohnwagen nochmal gucken. Nö, hier ist nichts. Die ist noch abgeschlossen, ne? Gut, dann gucken wir nochmal hier drin. Könnte man theoretisch nochmal abspeichern. Ich warte in Barnilis. Ja, toll. Liegt der Speicherpunkt? Aber sonst ist hier echt nichts. Kann man hier nochmal rein? Ne, nee, sonst ist hier nichts. Man hier vielleicht einen Schlüssel irgendwie benutzt, aber das ist nicht logisch. Das ist nicht logisch, ne, ne. Dann bin ich jetzt tatsächlich wieder überfragt. Wo geht's hier weiter? Verdammt. Wir waren doch schon überall, oder? Sind das vielleicht nach unten zum Flower Shop? Da sind wir ja hergekommen. Rest ist zu. Wir haben den Schlüssel für die Wohnung, aber. Wie ist Bar? Da kommen wir nicht rein. Wartet mal, kommen wir vielleicht bei dem. Wenn wir bei dem. Vielleicht, wenn wir an dem Lucky Jade Restaurant nochmal vorbeilaufen. Da ist ja eine kleine Lücke. Vielleicht kommen wir da dadurch in die Wohnungen. Wer weiß. Das ist jetzt noch so eine Idee, die ich habe. Ja, kotzt da. Kotzt nur in der Gegend rum. Das ist völlig in Ordnung. So, das war dann hier irgendwo Sushi. Nee. Ist auch zu. Wo war diese Lücke? Ach, da unten war sie schon, aber nee, das ist nur eine Häuserlücke. Ah nee, beim Pet Center. Wir gucken nochmal beim Pet Center ganz kurz, weil da war ich nämlich tatsächlich noch nicht. Beziehungsweise doch, aber ich habe es noch nicht probiert, da wieder reinzugehen.
Gut, ansonsten, ja, kann das heiter werden, tatsächlich. Ich möchte auch noch nicht gucken. Weil dieses eine Mal gucken, ist tatsächlich, möchte ich mir aufsparen. Ich habe ja so eine Regel, dass ich nur einmal pro Projekt schaue. Also nach einer Lösung gucke. Und, ja. Boah, Leute, ihr geht mir auf die Nerven. Diese Gegner. Fashion Boutique? Ah! Okay. Der lag einfach auf dem Boden. Hey, mach die kaputt! Mach die kaputt, was machst du denn? Och, warum lässt du dich denn treffen? Ah, no. Bleib liegen. Das ist schwach, das Ding. Das ist extrem schwach, dieses Brett, aber... Ah. Das passt noch. Ich warte noch, bis es dunkelrot ist. So, was haben wir hier? Pet Shop. So. Pet Center. Kann man auch nicht rein. Da kann man auch nicht rein. Ja, hier ist komplett dicht. Hier sind diese Notizen. Aber den können wir jetzt auch nichts mehr anfangen. Lauf weg, ja. Auf diesem Weg, diese Straße ist blockiert, auf dem Weg komme ich nicht weiter. Ich muss einen anderen Weg finden. Okay, hier ist es schon mal tatsächlich definitiv nicht. Ja Mensch, wo soll es denn sonst sein? Dass man vielleicht nochmal da rausgeht, zurück komplett, aber irgendwie kann ich mir das auch nicht vorstellen. Das kann man nochmal probieren, nochmal komplett zurücklaufen. Noch einmal komplett zurück und wieder diese lauten Geräusche hier, ey. Ich habe da unten wieder einen herflitzen sehen, das ist so was. Es ist einfach so was. Dupdidu, wir machen einen Wandertag. Aber das ist ja normal hier. Das hat man ja über. Okay. Ich glaube, hier in der Stadt ist jetzt definitiv nichts mehr für uns. Wir haben alle Straßen abgesucht. Ich glaube, hier muss man gucken, oder? Ja, goldrichtig. Und einmal geradeaus zum Flower Shop. Also zum Blumenladen. Okay, Freunde. Ja, dass das jetzt so lange dauert, bis man zum Park kommt, ist auch ein bisschen strange, ne? Aber gut, das... Aua! Drecksvieh. Wie geht's uns? Geht noch. Ach, guck mal, man kann... Was macht er denn, wenn man das macht? Okay, er visiert einen Gegner an, wenn man Select drückt. Ach nee, doch nicht. Es ist einfach nur... Okay, nee. Nee, das war schon. Okay, wir sind ein bisschen rot, aber... Das passt schon, denke ich. Wir müssen zum Blumenladen. Einmal zum Blumenladen. Hier sind Blutspuren. Wartet mal, waren wir hier überhaupt schon? Ja, klar. Okay. Wir müssen zum Blumenladen. Alles klar. Dann nochmal zum Blumenladen. Nochmal gucken, ob wir den nicht irgendwie aufkriegen. Lass mich in Ruhe. So. Kotzt mich nicht so an. So, hier ist der Blumenladen, ne? Da, wo wir hergekommen sind. Also da kann man nichts. Kann man nicht rein. Nö. Also der ist zu. Eieieiei. Ach, guck mal, da liegt... Danke. Ein Erste-Hilfe-Kasten. Jawohl. Dankeschön. Hier habe ich total übersehen, ja. Da ist zu. Toll. Dann bleibt es nur noch ein Weg übrig. Dann bleibt es nur noch ein kleiner Weg übrig. Sonst machen wir heute eine kürzere Folge und ihr müsst mir sagen, wo es weitergeht. Wenn das jetzt hier auch versperrt ist? Nein, ist nicht. Okay.
ist nicht versperrt. Okay, das ist gut. Oh, aber das ist doch voll weit weg. Ich weiß nicht, ob wir da hinkommen so, aber... Das ist doch voll weit weg. So, mal den Turbo zünden. Nein, nein. Ich mach's schon richtig. Aber, schon strange, ja, dass man ja nicht... Ja, wir müssen einfach laufen, laufen, laufen. Ja, ansonsten gefällt mir dieses Spiel ja schon bis jetzt relativ gut, muss ich sagen. Sehr gut sogar. Ich find's auch gut, wie gesagt, dass es läuft. Hier müssen wir halt nur nochmal schreiben, ob das langsamer als normal läuft oder ob das die normale Geschwindigkeit ist. Und, ja... Das wäre gut zu wissen, tatsächlich, wenn ihr das Spiel kennt. Wie gesagt, ich kenne es ja nicht. Mach die Kamera hinter dich. So. Hier gibt es nichts mehr, ne? Nee. Okay. Ja, jetzt könnten wir hier wieder raus. Ganz raus. Shit. Shit. Nee, wir sind irgendwie... falsch gelaufen. Okay. Hier drunter ist eine Straße, aber da kommen wir nicht hin. Verdammt! Komm, mach die Kamera hinter dich so. Eieieiei, Kamera hinter dich. Ja, macht er nicht. Doch, macht er. Okay. Ja, dann laufe ich jetzt zurück in die Stadt. Leute, da müsst ihr mir sagen, wie es weitergeht. Also, dann habe ich keine Idee mehr. Oder ich schau... Nein, ich möchte nicht in den Hüsten schauen. Das ist gegen meine Ehre. Ja, ich besitze noch so etwas wie Ehre. Ja, Gefühl. Aber das ist auch nicht mehr so stark ausgeprägt. Aber trotzdem. In Lüse gucken macht man nicht. Also man will ja schon selber rausfinden, wo... Der Roadrunner. Kann man hier vielleicht? Nö. Sonst weiß ich echt nicht mehr, was da Sache ist. Hier bei dem Auto? Hm. Gut. Dann haben wir jetzt 3 Minuten umsonst verschwindet. Aber so hat man nochmal den schönen Weg gesehen, oder? So, wir sind wieder in Silent Hill. Hier laufen wieder die schönen, schönen Zombies rum. Hier auf diesem Parkplatz. Gibt es denn hier nichts auf diesem Parkplatz? Was uns irgendwie weiterhelfen könnte. Irgendein Hintereingang oder was auch immer. Also wir haben den Schlüssel für die Wohnung. Ja. Aber hier kommt man auch nicht rein. Mehr haben wir wirklich nicht. Ist der Flower Shop? Nö. Ansonsten laufe ich tatsächlich mal in die Stadtmitte. Und dann machen wir da beim nächsten Mal weiter. Ist klar, weil die Folge ist jetzt nämlich auch gleich voll und, ja. Ah, der macht tatsächlich ein Auto eben. Das ist gut. Kann man hier nicht rein, ne? Shop da oben. Sticker am Fenster, ja, das ist ganz klar. Ne, aber die Zielpunkte sind ja auch auf der Karte markiert. Nur man kommt da nicht hin. Lass mich in Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe. Nicht, dass hier bei diesen Häusern wieder irgendwas ist, ne? Café? Kommen die vielleicht in das Café rein, aber... Ach, guck mal, hier ist jetzt was offen. Da ist meine Uhr. Folge ist voll. Aber hier waren wir auch schon, glaube ich. Gut, okay. Würde ich mal vorschlagen, suche ich mir jetzt noch einen sicheren Platz. Wo ich mich mal kurz hier... Ah, jetzt haben wir hier, okay. Jetzt sind wir hier. Alles klar. Ohne Geräusche am besten. Das heißt, ich würde mal wieder... 2 Zombies da. Wartet mal, was ist das da? Was ist das? Kann man das nehmen? Sieht so aus, als könnte man das nehmen, aber kann man nicht nehmen. Nee. Okay. Schade. Na gut, Freunde. Dann würde ich sagen, jo, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Lass mich in Ruhe.
Und ja, dann gucken wir mal, ob wir beim nächsten Mal weiterfinden. Und dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.